Ich heiße Jan, studiere Sprach- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Marburg und bin im Moment im 5. Semester. In meinem Studium befasse ich mich mit allem, was grob mit Reden und Schreiben zu tun hat. Also von einfachen Sprachtheorien und Grammatiktheorien bis hin zu komplexen kommunikationswissenschaftlichen Modellen. Besonders gut in meinem Studium gefällt mir die Vielseitigkeit. Zum einen die thematische Vielseitigkeit, dass wir uns mit einer großen Bandbreite an Themen beschäftigen und zum anderen auch die menschliche Vielseitigkeit. Also sowohl unter den Studierenden als auch unter den Professoren, dass man sehr, sehr unterschiedliche Menschen trifft. Die Atmosphäre im Studium, gerade unter uns Kommilitonen, ist super bereichernd, weil es großen Spaß macht und sehr, sehr interessant ist, sich mit den unterschiedlichen Kommilitonen auseinanderzusetzen, wenn da sehr verschiedene Sichtweisen aufeinandertreffen. Überrascht hat mich im Studium, wie viel Spaß es macht, sich mit sehr theoretischen Sachverhalten auseinanderzusetzen und wie viel Spaß es mir persönlich auch macht, neue Dinge zu lernen. Am liebsten im Studium habe ich die Diskussion mit meinen Kommilitonen und mit den Dozenten über ganz unterschiedliche Thematiken. Die ersten Tage im Studium waren natürlich super aufregend, weil man in einer ganz neuen Stadt wohnt, ganz viele neue Leute kennenlernt und das System Universität auch ganz anders ist als alles, was man bisher gekannt hat. Mit der Zeit gewöhnt man sich natürlich daran, aber trotzdem lernt man immer wieder neue Leute kennen und man hat neue Veranstaltungen. Das ist sehr, sehr spannend alles. Marburg hat ein sehr spannendes Profil, was die Sprachwissenschaften gerade angeht. Das hat mir gut gefallen und zum anderen ist Marburg auch eine super junge Stadt. Das macht großen Spaß, hier zu studieren. Müsste ich Marburg beschreiben, würde ich wahrscheinlich sagen, dass es eine sehr lebendige Stadt ist, weil man hier sehr viel erleben kann und viele Leute trifft, von den Parks bis zum Kneipen. In Marburg habe ich gar nicht diesen einen Lieblingsort alleine. Es gibt viele Orte, an denen ich gerne bin, zum Beispiel hier am Schloss oder unten an der Lahn. Generell macht es Spaß, einfach so durch die Stadt zu spazieren. Es ist besonders im Herbst und im Sommer sehr, sehr schön. Meistens fängt ein normaler Vorlesungstag so gegen 8 Uhr oder 10 Uhr an mit einer Vorlesung, einem Seminar oder einer Übung und geht dann so bis 14 oder 16 Uhr ungefähr. Zwischendurch gehe ich meistens noch mit Freunden und Kommilitonen was essen und gegen Ende mache ich dann vielleicht noch ein paar Hausaufgaben und am Ende sitze ich mit der WG zusammen meistens. Das Studium hat mich in der Hinsicht verändert, dass ich ganz anders und viel mehr darüber nachdenke, wie Menschen miteinander kommunizieren. Also ich denke mehr darüber nach, wie ich rede mit anderen Leuten und denke auch mehr darüber nach, wie ich andere Leute wahrnehme, in welchen Situationen. Könnte ich mir selbst am Anfang des Studiums einen Tipp geben, würde ich mir wahrscheinlich sagen, dass ich das Ganze nicht ganz so ernst nehmen soll. Weil wenn man genug Spaß bei der Sache hat, jede Prüfung irgendwie machbar ist und das auch gut machbar ist.